Yo, servus Leute, was geht ab, ja? Heute kommen wir zu dem zweiten Teil von dem Mid-Range Gaming PC, den ich letzte Woche, nee, vorletzte Woche war es, wo ich zusammengebaut hatte, ja, mit einem AMD Ryzen 5 2600, einer GTX 89er Ti Gaming G1 von Gigabyte und einem Trident RGB 3600er RAM-Kit, ja, 2x8 GB Real mit C-Dice verbaut. Und wenn ihr wissen wollt, welche Probleme wir bei dem Bau hatten und was da sonst noch angestanden hat und beziehungsweise was wir rausholen wollen mit dem Optimieren des Systems, also das heißt übertakten und ja, wie es performt, wie gesagt, bleibt einfach dran und haut mal einen Like-Button raus, wenn ihr gerne möchtet, ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video. To Doberman. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir doch erstmal an hier jetzt bei dem Midrange Gaming PC. Und hier ist jetzt alles, wie gesagt, wieder alles auf Standard, ja. Und wir sehen jetzt in Kingdom Come Deliverance mit HD-Paket und ich zeige es euch mal ganz kurz mit quasi allen Einstellungen, die man auf maximal setzen kann, ja. Genauso wie hier unter Grafik, wie gesagt, HD-Texturen, Full HD. Und da würde ich sagen, laufen wir doch jetzt einfach mal hier das Stückchen hier runter. Und oh, ich muss eigentlich schon sagen, performt eigentlich auch ohne quasi relativ gut. Ja, wir haben jetzt hier einen Drop, ein bisschen gelaggt hier. Ja, 50 ungefähr. Das geht jetzt gleich die Booster aus. Ja. Je nachdem, wie wir hier durchlaufen, sieht man schon, dass doch schon quasi es ein bisschen nach unten droppt. Dass es dann, naja, sagen wir, nicht ganz flüssig spielbar ist, ja. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt gerade ins nächste Spiel in Hitman. Und ich zeige euch dann später den zwischen Hitman und zwischen Kingdom Come Deliverance mit Overclocken, ohne Overclocken, den Unterschied. So, hier sind wir auch in Hitman. Wie gesagt, wir haben ja auch alles maximal eingestellt, was nur so geht. Wir haben tatsächlich hier auch die Super Sampling haben wir hier noch oben gesetzt. Das heißt, wir sind bei 4K-Auflösung. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus und gucken, wie es denn so performt, ja. So, jetzt einfach mal hier vorlaufen. Laufen jetzt einfach mal hier so in die Laterne. Ich muss sagen, das Spiel sieht schon mega cool aus, ja. Und wenn wir das jetzt einfach mal hier so lassen, die Leute da oben, dann haben wir so 40 FPS. Ich würde sagen, dann laufen wir einfach mal hier ab dem Punkt, laufen wir einfach mal hier vorne, gucken, wie es denn so performt. Ich muss sagen, das ist eigentlich schon nicht schlecht, meine Freunde. So gut, das sind wir eben leicht ein bisschen unterbrochen worden, wie gesagt. Das performt schon relativ gut. Wie gesagt, sieht auch relativ nice aus hier in 4K, ja. Also wir haben hier die 40 FPS. Also ich meine, wenn wir ein bisschen von der Auflösung runtergehen oder so, und dann würde ich sagen, ist das mit Sicherheit auch kein Problem. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt wechseln wir nochmal in den Overclock-Mode und schauen mal, was das Ganze so bringt. So, hier haben wir das gleiche Spiel, quasi wie eben. Ja. Das haben wir jetzt hier, wie man sehen kann, 3950 anliegen permanent und die Grafikkarte taktet natürlich auch höher. Ja. Jetzt werden wir gleich sehen, wie das dann hier performt. Und ja. Also, wir laufen jetzt wieder den Weg, wir laufen aber hoch. Ja. Also, wie man hier schon sehen kann, was einem auffällt. Also wir haben zwar teilweise jetzt wirklich auch hier so einen Drop Richtung 30, aber jetzt guckt mal an, wir haben hier 70, ja, also 80. Also wir haben definitiv, wenn wir das jetzt mal so machen, wenn wir jetzt hier mal gucken, wir haben definitiv, haben wir hier mit den gleichen Einstellungen mehr FPS als vorher. Wenn wir jetzt hier runterlaufen oder so, klar, da unten im Dorf, das ist halt schon ein bisschen krass hier, ja. Aber wie gesagt, wir haben hier definitiv schon mehr FPS rausgeholt. Allein schon die Grund-FPS. Also wenn wir hier mal gucken,
Also das bricht auch nicht direkt wieder ein, so wie es vorhin war, bei 40 und geht weiter runter, sondern das bleibt so bei 40, 50, 60, je nachdem, wie viel halt hier los ist, wie man das halt hier sieht, ja. Was sagen muss, was mega cool ist, und deswegen würde ich sagen, springen wir auch direkt lieber nach Hitman und schauen uns das nochmal. Also Leute, wir haben hier wieder die gleichen Einstellungen wie vorhin, ja. Und wir haben hier auch schon wieder 4K, ja, und wenn wir jetzt hier mal schon gucken, jetzt gehen wir schon direkt hier über die 50, ja, und dieses Spiel ist halt sehr GPU-lastig. Also wir haben hier vorhin, was hatten wir hier vorhin, 40 müssten es gewesen sein, jetzt haben wir 44, ja, also haben wir hier schon, also wie ich schon sage, ist schon hier ein Plus, ist schon auf jeden Fall vorhanden, ja. Auch von niedrigen FPS her, also muss ich sagen, lohnt sich das definitiv, ja, so ein Overclocken zu betreiben im Ganzen. Wenn man zum Beispiel sieht bei Kingdom Come Deliverance, ja, da ist es ja tatsächlich so, damit hier die GPU sowohl als auch die CPU sehr gut ausgelastet wird, und da finde ich, merkt man es sehr, ja. Hier bei Hitman zum Beispiel, hier sieht man, da ist die CPU weniger ausgelastet, aber trotzdem merkt man es hier an den Grund-FPS. Ich meine, wir sind hier bei 4K, ja. Mit der Grafikkarte, es zieht ordentlich, wie man sehen kann. Das Power Limit 115, ja. Die Grafikkarte geht jetzt auf 80 Grad hoch, ja. Haben wir trotzdem hier statt 40 FPS oder was wir vorhin hatten, hatten wir jetzt knapp 50. Und von daher würde ich sagen, lohnt sich das, ja. Nun gucken wir uns jetzt mal noch hier so ein paar Kleinigkeiten ein. Quasi zahlenmäßig, also zum Beispiel bei den RAMs, ja. Normalerweise sind es ja 3600er Kits, aber im Moment laufen sie, wie gesagt, 3200 mit dem XMP-Profil, was wir hier in Timex haben, ja, kommen wir ungefähr hier so bei raus, ja, 72,7, also knapp 73, ja, so 48.000. Und dann habe ich versucht, ein bisschen einzustellen, dass die auch fehlerfrei laufen, ja. Dann haben wir hier ein bisschen bei Read, bei Write und Copy haben wir ein bisschen was rausholen können. Da haben wir hier bei den Latenzen, haben wir ungefähr so eine Latenz, haben wir ungefähr senken können, ja, mit einer Optimierung und ein bisschen anheben hier der Megahertzzahl der Speicher. So, Aufnahme die zweite, ja, mal wieder unterbrochen worden. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns aber noch mal kurz an. Wir haben hier den Superstition Benchmark. Und zwar, was haben wir denn hier? Wenn wir hier mal gucken, wir haben hier maximal 32 FPS, minimal 21,99. Ja, also hier sind wir quasi im Non-Overclock-Modus, also hier haben wir gar nichts getan. Und hier sind wir im Overclock-Modus und hier haben wir 23,3 und hier haben wir 35. Also wie man sieht, ja, wir haben hier schon ein bisschen was rausgeholt an FPS. Ich meine, die Grafikkarte, die ist schon von Haus aus übertaktet, ja, die ist auch nicht schlecht. Ich meine, die 1450 oder 1470, 80, was sie packt, ja, mit RAM. Wenn man sich überlegt, die Standard V100 Edition oder so, die takten bei 1100, 1200. 1300 oder so, da haben wir schon ordentlich was rausgeholt, ja. Vor allem, wenn wir uns das hier mal angucken, wir haben hier knapp 3 FPS, ja, 2,5 FPS haben wir hier dann den Durchschnitt rausgeholt. Und ich meine, das ist hier alles auf Extreme, auf High, also da kann man schon einiges noch mit reißen, ja. Ich habe hier gestern auf dem System auch gedaddelt, war live, wo ich das mit dem Übertakten gemacht habe. Und da war definitiv so, damit ich Warzone, die ganzen Spiele, alles was war, Fortnite, dass ich alle ohne Probleme maximal Details spielen konnte, ohne dass da was quasi passiert ist. Oh, sagt er mir, ich kann wieder nicht connecten. So, jetzt hat es funktioniert. Also, wir sind hier aktuell bei 5800 Punkten, sind wir, ja. Grafik 37, 33 ungefähr. Hier haben wir 20. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir doch mal rein, was wir denn im Times by Overclock, was wir da rausgeholt haben, von den Werten her, was sich denn hier im Endeffekt geändert hat, ja, quasi zu 38 und zu, ja, wir haben hier eineinhalb knapp FPS dazugeholt, wir haben hier knapp 500 Punkte mehr rausholen können, hier haben wir von der Minimal FPS her, haben wir, und da haben wir auch ziemlich was dazulegen können, was sagen muss, was nicht schlecht ist, ja, für ein Ryzen 2600, für die RAMs. Ich meine, wenn die RAMs jetzt noch tatsächlich auf 3600 laufen würden, kommt hier noch ein neuer Prozessor rein, dann hätten wir hier schon mal noch einen kleinen Boost. Natürlich ist der limitierende Faktor, ja, ist natürlich halt die Grafikkarte, können wir nichts dran ändern, aber wir haben sie schon, denke, auf das Maximum, was wir haben können, haben wir rausgeholt. Hier haben wir 16.200 Punkte
Und wenn wir jetzt tatsächlich hier in den Firestrike Overclock reingehen, schauen wir mal, wie viel wir denn daraus holen können, ja? 16.200 Punkte müssen wir jetzt mal kurz behalten. Jetzt kommt das schon wieder der Schmutz. Jetzt haben wir es eigentlich geschafft, ja. Also wir haben hier 17.578 zu 16.200, ja. Hier haben wir einiges rausholen können an Punktzahlen. Genauso wie hier bei den FPS, was wir hier ein bisschen alles rausholen können, kombinierter Testen so. Und ja, dazu muss ich jetzt echt sagen, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Für mich ist dieses Projekt dann hier erstmal beendet, ja. Sofern eine neue CPU noch kommt, werden wir da mal gucken, was an den RAMs noch möglich ist, ja. Dass wir da ein bisschen noch die RAMs overclocken können. Vielleicht kriegen wir ja auch den 3733er hin, beziehungsweise 3800er. Oder es wird sogar eine Ryzen CPU, also quasi die 5000er Generation. Und dann können wir da mal gucken. Also das Projekt, muss ich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten bloß ein bisschen Probleme bei dem RGB anschließen. Ansonsten die Probleme mit den RAMs, ja, von 3600 auf 3200 runter zu bekommen, dass die auch fehlerfrei laufen, ja, hier mehrere Stunden lang getestet, Live-Tests gemacht, die verschiedenen Werte ausgelotet und auch die Widerstände, das hat sich ein bisschen, wie gesagt, als problematisch hingestellt, aber wir haben es jetzt letztendlich hinbekommen, genauso wie die anderen Sachen und auch mit der Grafikkarte, das läuft alles puderweich, wie man hier sehen kann, also hat man für relativ wenig Geld, hat man gute Gaming-Kiste bekommen, wenn man jetzt noch die CPU beziehungsweise die Grafikkarte upgrade, ist das kein Problem. Deswegen, Leute, wenn das Video euch gefallen hat und ihr mehr solche Sachen sehen wollt, haut's raus, ja. Wenn sich wieder was ergeben sollte oder so, oder falls jemand von euch daran Interesse zum Beispiel hat, kann er mich gerne irgendwie kontaktieren in die Kommentare und da können wir über sowas reden. Vielleicht kann ich aus eurem System, je nachdem, was ihr habt, auch so quasi ein Video machen und dann für euch was rausholen, ja. Also in diesem Sinne, haut rein, ich wünsche euch noch was. Ciao. Thank you.